Hallo Leute, ich habe ein neues Programm entdeckt, das nennt sich Doomsday Engine. Ja, und damit ist es möglich, Windows 7 Doom zu spielen. Das den Anfang aller Shooter. Bin auch nicht so gut drin. Ah, geil. Oh. Ah, macht Spaß. Ah. Mit Maus natürlich. Früher habe ich das bei Tastatur nur gespielt beim Kumpel. Ich hatte damals ja noch gar keinen Computer. Das war eben der Anfang, ne? Schon gleich tot oder was? Muss man aufpassen. Ich hab's mal probiert, eben Auto-Aim abzustellen, aber das geht gar nicht. Ohne Auto-Aim, Disable Auto-Aim, hat man keine Chance. Hier bin ich. Schießen die denn hin? Schieß noch mal. Peng. So. Ja, gut, also ohne Auto-Aim geht das nicht. So, genau, das brauche ich. Oh, Medipack. Dankeschön. Oh, was? Wieso habe ich den Panzer nicht gekriegt? Toll. Ja, geile Aussicht, ne? Ach nee, Tür aufmachen, nicht gegen die Tür schießen. So. Ja, geil, oder? So, hier kann man auch noch hin. Das ist nur die Shareware-Version. Also, Picked up a Medikit. Da kann man, glaube ich, nicht alle Geheimnisse lüften, weil in normalen Doom 1 da kann man hier eine Tür aufmachen. Kann man hochgehen. Das geht hier nicht. Oh, nicht zu weit springen. So, kommt hier noch ein freundlicher Kopf. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich muss das natürlich auch speichern. So. Save game. You can't save if you aren't in a map. Press a key. Ach so. Oh. Dann machen wir kurz weiter. You are here. Nuclear plant. Na gut.
So, einmal schnell speichern. So. Gut, und ich sage vielen Dank dann nee, fürs Zusehen. Nee. Gut. Ich komme doch schon wieder rein, keine Angst.